Hallo und herzlich willkommen zu, nein, nicht OG vs. TC. Ihr seht doch, wir sitzen ganz anders, das ist was ganz anderes. Da OG längere Zeit weg war, haben wir viel geskypt und hatten eine Idee. Wir wollen neben OG vs. TC ein neues Format starten und dieses heißt WWW. Nicht was, World Wide Web, nein, sondern was wäre wenn? Hier ist nicht der Sinn, dass wir uns dissen. Halt's Maul auf. Nee, also es wird schon wirklich so sein. Sondern wir wollen versuchen, you know, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, ein bisschen diskutieren vielleicht und so. Das ist der Sinn davon. Aber es wird trotzdem Diss entstehen. Genug gelabert heute. Was wäre, wenn du 1 Million Euro hättest? Ich würde mir auf jeden Fall dann erstmal ein T-Shirt einfach drucken, wo einfach steht, ich habe 1 Million Euro. Ihr könnt mich ausrauben, stimmt. Nein, nein, das nicht. Ich schreibe da immer so klein so, Spaß. Aber in echt habe ich ja dann trotzdem. Alter, mit 1 Million können wir wirklich alles machen. Ja, es gibt so viele Sachen, die man nicht machen kann. Natürlich, was kann man denn nicht machen? Du kannst zum Beispiel den Welthunger kannst du nicht besiegen, das ist schade. Du kannst auch kein Hoverboard kaufen wie bauen oder kaufen wie in Zurück in die Zukunft. Du kannst auch keine Zeitmaschine bauen, du kannst keine Krankheiten heilen, du kannst nicht dich beamen. Also es gibt eigentlich recht viel, was man nicht kaufen kann. Oh, scheiße, ja, da hast du schon recht, das stimmt. Aber egal, es gibt genug, was man sich doch kaufen kann damit. Was willst du denn von einem richtig geilen Urlaub halten? Ich meine, wenn du 1 Million gewonnen hast, dann gönn dir aber was, ey, Urlaub. Ja, okay, so Hawaii, Karibik, Malediven, mit so einem 10-Sterne-Hotel. Tisi, ich glaube, es gibt, egal wie viel Geld du hast, aber du wirst, glaube ich, trotzdem nur so ein 7-Sterne-Hotel. Ich glaube, das Krasseste. Alter, ich habe 1 Million Euro. Ich will ein verdammtes 10-Sterne-Hotel. Tizi, ich glaube, mittlerweile... Dann baue ich halt eins! Mittlerweile ist doch 1 Million gar nicht mehr so krass. Da gibt es Milliardäre, irgendwelche russischen Ölmilliardäre, die kriegen auch keinen... Die schaffen es auch nur bis zum 7-Sterne-Hotel. Die bauen sich einfach ein 10-Sterne-Hotel. Tun einfach 10 Sterne oben drauf und fertig. So kriegen die eins. Dann klebe ich halt auch auf mein Hotel einfach noch Sterne. Tizi, du hast kein Hotel. Dann baue ich mir ein 1-Sterne-Hotel von dem 1 Million Euro und klebe 9 weitere drauf. Dann hast du schon alles ausgegeben für die fürs Hotel, die 1 Million, dann kannst du keine neuen Sterne. Dann brauche ich halt aus Papier die Sterne. Musst du trotzdem was leihen von mir. Bist du auf mich angewiesen, dass du dann 10 Sterne bekommst. Ich jetzt reden, aber wenn du 1 Million hättest, aber jetzt haben wir ja gesagt, ich habe 1 Million, dann hast ja du keine. Hä, ich bin voll konfus. Aber warte mal, jetzt ist sowieso die Frage. Geht es darum, dass du 1 Million und ich 1 Million oder teilen wir uns die Million? Ich glaube nicht. Nein, beide 1 Million. Ah, okay. Was du machen würdest und was ich machen würde. Ah, okay. Was würdest du halten vielleicht von der Weltreise? Das wäre cool. Das wäre echt geil. Worum geht's? Tizi, eine Weltreise, die geht um die Welt! Mein Gott! Toll, und ich dachte um Mars. Scheiße. Ich würde sagen, dass wenn man 1 Million Euro hat, dass man auf die nächste Million wartet. Hä, willst du nicht irgendwie währenddessen noch was kaufen damit? Du meinst, du kannst von 1 Million Euro kannst du dir 1 Million Gartensalate kaufen. So cool. Aber du isst doch gar kein Gemüse. Ich esse kein Gemüse, nicht. Boah, was willst du davon halten, ne? Weil ich hätte echt Bock, was zu zerstören. Ich meine, mit Geld, dann kannst du halt so sagen. Weil zum Beispiel bei einem Autohersteller gehst du hin, der hat so voll die krassen Karren und so, und dann sagst du, hey, Dude, hier hast du... Ja, schon zum Billig-Autohersteller. So viel ist 1 Million auch nicht. Mit dem Ferrari-Laden kannst du vielleicht einen Ferrari kaputt machen. Der lässt uns halt rein, uns Gauner. Und dann geben wir dem so 1 Million und sagen, hey, Dude, hier, wir haben unsere 2 Baseballschläger dabei und wir dürfen jetzt mal 1 Stunde lang rumhauen und alles kaputt. Boah, dann noch besser Möbelhaus, so Ikea. Boah. Die Zerstörung. Stell dir mal vor, Porzellanhaus, ey. Boah. Du stellst dir also einen Turm auf und ziehst mit einmal durch, so. Ich weiß ja, dass du Briefmarken sammelst, aber jetzt stell dir das mal vor, mit 1 Million sammelst du Ferrari. Wie sie von 1 Million, da kann ich mir vielleicht maximal 2, 3 oder so Ferraris kaufen. Da kaufe ich dann doch lieber Briefmarken für 1 Million, dann kriege ich... Ein bisschen Dagobert Duck und schwimmst in Briefmarken. Ja, klar, und weil wir hier auf YouTube sind und es nicht nur darum geht, was wir damit machen würden, sondern auch, was ihr machen würdet, was du mit 1 Million machen würdest. Das mache ich. Lass doch mal ein bisschen größer denken. All. All was? Ja, ins All schießen. Weltall. Du meinst eine Waititi-Flagge auf den Mond stecken? Ja, wäre ganz nett. Aber ich weiß, glaubst du es Geld? Ich habe mal letztens auch wieder eine Doku auf Arte gesehen, glaube ich. Da ging es darum, wie fliege ich am schnellsten und am besten zum Mond als Privatperson.
Und da haben die, glaube ich, gesagt, das kostet nur 1 Million pro Person. Okay, ja, dann muss halt einer fliegen. Oder kann das einer fliegen? Scheiße. Ja, dann flieg du. Ja, okay, dann fliege ich, danke. Hä? Ich dachte, du sagst jetzt so, nein, nein, flieg du. Dann sage ich so, nein, nein, flieg du, nein, du. Ja. Voll scheiße von mir. Du hast halt falsch gedacht. Ich flieg schon, passt schon. Gut, dann fliege ich zum Mond. Nein! Okay, ich habe was für alle. Wir nehmen einen Pool und füllen ihn mit Jelly Beans. Was hältst du davon? Ich weiß nicht, Mann. Warum? Ist doch saugeil. Jelly Beans, da können alle drin schwimmen, essen. Ja, was haben denn die Leute davon? Sollten wir nicht dann vielleicht, wenn wir schon so denken, eher... Eine Poolparty. Eher, keine Ahnung, in die Forschung stecken oder spenden irgendwo hin. Weiß nicht. Das war die erste Folge, was wäre wenn und was haltet ihr davon? Schreibt unten in die Kommentare, schreibt auch in die Kommentare, was wir als nächstes machen könnten. Also was wäre wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.